So, herzlich willkommen zurück. Nach dem spannenden Talk von der Gülle nach der Mittagspause habe ich heute den zweiten Produktwerker, nämlich den Tim Klein, hier im Angebot. Der Tim ist auch für die, die dort bei der Tools-Teams oft dabei gewesen sind, kein Unbekannter. Den sehen wir relativ oft. Warum? Weil er einfach tolle Vorträge hat. Ist auch quasi im Duo Infernale mit Dominik Winter quasi der zweite Teil, der heute auch in unserem Track auftauchen wird. Und der Tim wird uns was erzählen, und zwar wie wir von dem großen Thema Produktvision ins kleine Backlog kommen. Tim, viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank, lieber Jan. Das sollte dann mal ein wilder Ritt werden. Ja, herzlich willkommen auch sozusagen von mir, dem zweiten Teil der Produktwerker. Ihr habt gestern schon Dominik kennengelernt. Der dritte ist neben Dominik Winter auch Oliver Winter, nicht verwandt, nicht verschwägert. Ihr kennt uns wahrscheinlich aus unserem Podcast und ein paar Live-Events, die wir so zaubern. Schöne Grüße aus Köln, hier aus der Product-Owner-Community letztlich in Köln. Worum soll es heute gehen? Von der Produktvision zum Sprint-Backlog, habe ich den Talk genannt. Wie hängt das eigentlich alles zusammen? Also im Endeffekt so die große Frage, verdammte Hacke, wenn wir jetzt so sagen, okay, da ist eine Produktvision auf der einen Seite, wenn wir denn überhaupt eine haben. Wie operationalisieren wir das Ganze bis in unser Sprint-Backlog hinein, bis in unser Umsetzungsplan, ja, Produkt-Backlog, Sprint-Backlog. Das heißt, da will ich euch mitnehmen auf die Reise und ja, let's go. Wir fangen an hier mal auf einer kleinen, wo ist es? Na, ach, ist etwas gezoomt, egal, machen wir es hier. Hier auf der Dokumentenkamera. Wenn wir hier heute sind und sagen, okay, hier stehen wir heute. Da kennen wir uns aus. Und wir wollen hier oben hin, hier ist nämlich unsere Produktvision. Das heißt, für dieses, na, etwas weiter links, so, für dieses Produkt haben wir uns eine Vision gegeben, ist jetzt hier vielleicht noch so etwas nebulös. Und diese Vision brauchen wir, um aus dem Heute letztlich eine Richtung zu haben, zu wissen, wohin wir uns bewegen und auch welche Entscheidungen wir treffen. Das heißt, eine Produktvision hat sowas wie, na, ich male es mal so gerne als Kompassnadel. Das heißt, es gibt eine Produktvision, gibt uns eine Ausrichtung, in welche Richtung wir das Produkt entwickeln wollen. So, jetzt wissen wir schon mal, ist es eher in die Richtung oder ist es eher in die Richtung, wie wir gute Entscheidungen treffen wollen. Der nächste Schritt ist es dann aber, diese Produktvision, die ja sehr nebulös ist, ne, ist hier noch so ein bisschen in den Wolken, die sehr visionär ist und vielleicht erreichen wir sie auch nie 100%, diese Produktvision klarer greifen zu können. Und wie man das ganz gerne als erstes macht, ist mit einer Produktstrategie. Das könnte vielleicht auf einem direkten Weg sein. Das könnte vielleicht auch über einen Umweg sein. Oder vielleicht sogar sehr explorativ, meinetwegen. Ja, nicht immer der direkteste Weg ist möglich. Stellt euch vor, ihr wollt von München nach Innsbruck. Naja, da sind halt die Berge zwischen. Da muss ich auch einen Umweg fahren. Aber gehen wir mal davon aus, dass das hier die Produktstrategie ist und hier entsprechend auch strategische Ansätze. Machen wir das mal grün, um nachher so ein bisschen Farbkodierung drin zu haben.
Eine Strategie, und dazu werde ich in dem Talk relativ viel nachher sagen, ist im Endeffekt ein Handlungs- und Entscheidungsrahmen, wie ich Dinge, die auch sehr unvorhergesehen bei uns auf uns zukommen, klar, komplexe Produktentwicklung, so entscheiden kann, dass ich in die richtige Richtung weiter marschiere. Der nächste Schritt, also wenn wir das weiter runter kaskadieren, innerhalb einer Produktstrategie, die uns eher so ein bisschen die Leitplanken gibt, ist es dann, eine sogenannte Product Roadmap zu erstellen. Und Achtung, ich sage hier ganz bewusst Product Roadmap, nicht Project Roadmap. Das heißt, ich denke nicht an das, was wir so an so vieles oder so häufig denken, an so Gantt-Charts und Meilensteintermine und bunte Balken à la MS Project. Ich komme selber extremst früher aus der Projektmanagement-Rolle, von daher kenne ich das nur zu gut. Nein, mit einer Product Roadmap beschreiben wir Wirkungsschritte. Was heißt das? Wirkungsschritte, das englische Wort wäre Outcomes. Wirkungsschritte, die im Endeffekt hier so bestimmte Wegmarken markieren, wo wir sagen, wir wollen erst die Wirkung, dann jene Wirkung. Das kann auch natürlich mal mit Terminen was zu tun haben, keine Frage, aber die Product Roadmap sollte eher den Zustand oder das Verhalten unseres Produktes oder Services, egal, im nächsten Schritt beschreiben. Das heißt, wir haben jetzt eine Vision, wir haben eine Produktstrategie, wir haben eine Product Roadmap. Darauf könnten zum Beispiel Product Goals auch stehen. Also diese Wirkungsschritte können auch die Product Goals sein, sage ich nachher noch was zu. Und wenn ich eine solche Roadmap habe, also weiß, welche outcome-orientierten Schritte ich gehen möchte, dann kann ich auf der Basis letztlich einen Plan erstellen. Ja, wir planen im agilen Kontext. Dieses Missverständnis herrscht zwar manchmal immer noch vor, aber dieser Plan, und das ist halt das Entscheidende, ist halt nur der letzte Stand unseres Irrtums. Das heißt, es wird auch einen Plan in der Version 2 geben, in der Version 3 geben und so weiter. Und diese Pläne, nicht falsch verstehen, sind jetzt immer noch keine MS-Project-Pläne, sondern unsere Sprintziele, die sich eben manifestieren durch das Sprint-Backlog und letztlich explizit gemacht werden in unserem Artefakt, dem Product-Backlog, wenn wir jetzt im Scrum-Framework bleiben. Das ist also der Zusammenhang, auf den ich euch mitnehmen möchte, um vom heutigen Ist zur Produktvision zu kommen und letztlich zu gucken, was brauche ich auf dieser Reise. Das heißt, wir haben eine Produktvision vielleicht formuliert. Zu selten tun wir das überhaupt, keine Frage. Und auf der anderen Seite ist der Umsetzungsplan. Aber was ist dazwischen? Wir haben vielleicht als Produktvision ein Product Vision Statement, kommen wir gleich zu. Also ich werde euch hier und da auch immer Praktiken und Tools und meine Empfehlungen geben, wie man einen solchen Zwischenschritt erstellt. Und auf der anderen Seite, hier links, haben wir ein Product Backlog zum Beispiel, Sprint Goals oder vielleicht auch User Stories als die Benutzergeschichten, mit denen wir Problemempathie aufbauen. Aber was ist nun dazwischen? Wie gerade schon mal gezeichnet, hätten wir auf der einen Seite die Produktstrategie und auf der anderen Seite diese Wirkungsschritte. Die Strategie, da werde ich euch einiges nachher auch zu zeigen, ist ziemlich schwer zu greifen. Und ich würde auch sagen, ist ziemlich unterbelichtet in der Diskussion. Also wird sehr wenig drüber gesprochen. Und es gibt auch nicht die Produktstrategie oder das Template für Produktstrategien. Ich werde euch da gleich mal ein paar Dinge anbieten und da könnt ihr euch aussuchen, was zu euch passt. Naja, und die Wirkungsschritte sind eben diese Outcome-Schritte. Könnten in einer Outcome-orientierten Product Roadmap abgebildet sein, könnte über diese Product Goals, die wir als Commitment aufs Product Backlog seit einem Jahr im Scrum Guide drin haben, dargestellt sein, oder
eine Praktik, die ich absolut schätze und favorisiere, in Kombination mit einer Story Map von Jeff Patton erfunden. Aber jetzt gucken wir uns das mal so ein bisschen an. Was sehen wir hier? Ich nehme euch mit auf eine kleine Reise. Wir gucken so vor uns und sehen, da sind so Büsche, da ist so Gras vielleicht, Sträucher. Wohin gehen wir jetzt? Sollen wir nach links gehen? Sollen wir nach rechts gehen? Oder hier nach vorne, nach oben? Wir müssen uns also entscheiden im Rahmen unserer Produktentwicklung, in welche Richtung wir das Produkt entwickeln. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen genauer hingucken, dann seht ihr vielleicht oben rechts, oh, da ist ein bisschen Wasser. Mensch, das ist vielleicht ein Fluss. Das heißt, wir sollten mal unseren Blick heben, um mehr Orientierung zu bekommen. Und siehe da, oh, ein großer Fluss und ein Riesengebirge dahinter oder ein Berg zumindest. Und wenn wir uns jetzt im Sinne einer Produktvision dazu entscheiden, zu sagen, okay, in diese Richtung wollen wir gehen. Denkt daran, Produktvision, Kompassnadel, Ausrichtung des Produkts. Nun wollen wir also in diese Richtung und sehen, boah, verdammte Hacke, ein großer, breiter Fluss, der große Berg. Wie kommen wir denn hin zu unserer Produktvision? Das heißt, wir sollten jetzt ein weiteres Mal unseren Blick weiten. Dann gucken wir doch mal nach rechts. Oh, es ist ja gar kein Fluss. Es ist vielleicht eine Bucht. Und siehe da, rechts ist so eine Ebene. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene strategische Optionen, uns dieser Richtung, die uns die Vision vorgibt, zu nähern. Wir könnten zum Beispiel hier runterlaufen, zu dieser kleinen Bucht da an die Wasserkante und dann das Wasser überqueren. Oder wir können rechts rumlaufen, da durch die Ebene. Wir nehmen also bewusst einen Umweg, wie ich euch das eben auch auf der Zeichnung gezeigt hatte. Manchmal muss man einen Umweg gehen, also eine Umwegstrategie wählen. Und weiter geht's, dass ich entweder sage, okay, und dann bereite ich mich auf den Aufstieg vor, dann überquere ich dieses Gebirge hier per Aufstieg oder ich grabe einen Tunnel. Ich habe das mal versucht, mit so einem kleinen Türchen hier im Berg darzustellen. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass ich sage, Tunnel graben durch so einen dicken Berg, Bergsteigen über diese Gebirgskette, schwierig. Naja, jetzt muss ich vielleicht mal nach links gucken. Vielleicht ist das ja gar keine Bucht. Weiten wir mal weiter erneut den Blick und sehen, ach, guck an, es ist ja gar keine Meeresbucht oder so, es ist ein See. Das heißt, ich entdecke auch hier links, wenn man genauer hinguckt, weitere strategische Optionen. Nämlich hier ein kleiner Pfad, das heißt, ich hätte hier eine dritte strategische Option, um meine Produktvision zu erreichen. Und jetzt überlege ich halt, welche Strategie wähle ich. Ne? Denkt dran, das hatte ich hier eben auch in grün, die verschiedenen Strategien, die man wählen kann. Hier also haben wir mehrere strategische Optionen ausgeschlossen, aber uns für eine strategische Richtung entschieden. Also wir wollen hier das Wasser überqueren und dann das Gebirge überqueren. Das mal so ein bisschen als Analogie und Einstieg. Und in dem Sinne möchte ich euch jetzt mal mitnehmen und das ein bisschen operationalisieren, das Ganze. Das heißt, wir gucken uns das mal an hier. Ich habe hier so ein kleines Miro-Board, allerdings nur für mich hier, vorbereitet, um euch ein bisschen daran was zu zeigen. Steigen wir bei den Visionen ein. Also hier haben wir einfach mal so eine Sammlung gemacht für Visions- oder Value-Statement-Formulierungen. Ihr könnt die sicherlich nicht lesen, die sind viel zu klein, das weiß ich, aber ich zoome mal rein. Da ist dann zum Beispiel der Golden Circle von Simon Sinek, den man nehmen kann. Oder aus dem Lean Startup, sehr stark bekannt, XYZ von Steve Blank. Wir helfen X, Y zu tun, indem wir Z liefern oder bieten. Der Elevator Ride von McClure, etc., etc. Ich stelle das gerne hinterher in den Slides im Handout zur Verfügung. Was ihr vielleicht auch kennt, ist die Jobs-to-be-done-Theorie von Clayton Christensen. Wurde gestern übrigens auch schon mal, ich glaube, von Matthias formuliert. Ne? Denkt dran, Milchshake-Beispiel. Mit lange dran saugen am Milchshake. Ne? Das sind die Jobs-to-be-done. Und eine weit verbreitete Art, Produktvisionen darzustellen und von mir die am meisten geschätzteste, muss ich dazu sagen, ist das
sogenannte Value Positioning Statement von Geoffrey Moore. Geoffrey Moore hat ein sehr wichtiges Marketingbuch dort geschrieben, das Buch Crossing the Chasm. Und in Crossing the Chasm hat er dieses Positioning Statement formuliert. Das hier ist in einer leicht abgewandelten, weiterentwickelten Form. Kennt man manchmal auch als Elevator Pitch. Und gucken wir uns das mal, dieses Statement von Geoff Moore mal an. Dominik Winter hatte es gestern auch in dem Thema UX ins Backlog integrieren drin. For target customers who have a statement of need, ist unser Produkt, jetzt machen wir mal auf Deutsch weiter, ne? Für Zielkunden, die einen bestimmten Bedarf haben, ist unser Produkt, Service-Name, ne? Eine bestimmte Produktkategorie, da entspannen sich oft ganz lustige Diskussionen, was denn unsere Produktkategorie ist, mit dem primären Nutzen oder dem Reason to Buy und dann Abgrenzung im Gegensatz zur Wettbewerbsalternative bietet unser Produkt folgende Differenzierungsmerkmale. Also, ich übersetze das mal für diejenigen, die unseren Podcast kennen. Wir haben selber auch eine Produktvision, die lautet so sinngemäß für Product Ownerinnen und Product Owner, die sich weiterentwickeln möchten. Also für und was ist der Bedarf? Ist unser Podcast die Produktwerker? Was ist das für eine Produktkategorie? Ein deutschsprachiger Audio-Podcast. Also wir machen nicht YouTube, wir machen nicht länger als 45 Minuten etc. Mit dem Ziel, wichtige Impulse zu geben, um über die eigene Wirksamkeit nachzudenken. Ne? Im Gegensatz zu, das falte ich jetzt nicht aus, wir grenzen uns da auch ab. Im Gegensatz zu, mein Scrum ist kaputt, sind wir etwas kompakter etc. etc. Okay, also als Formulierungshilfe für eine Produktvision empfehle ich hier absolut von Geoffrey Moore dieses Statement. Und wie geht man darin vor? Man nimmt diesen Lückentext quasi und geht in Kleingruppenarbeit durch diese einzelnen Lücken durch. Das kann auch mal in Summe wirklich einen Dreivierteltag dauern und am Ende hast du einen solchen Satz. Aber es geht nicht um den Satz, es geht um das gemeinsame mentale Modell, was in der Gruppe entsteht durch dieses sich klar denken, aushandeln und diskutieren. Kann ich sehr empfehlen. Mehr dazu hier auch in einer entsprechenden Podcast-Folge von uns zum Thema Produktvision. Wenn ihr also noch keine habt, auf jeden Fall erstmal bitte einen Produktvisionsworkshop machen. Und übrigens auch, zweiter Tipp, wenn ihr eine Produktvision nur irgendwo im Wiki liegen habt, sozusagen in der Schublade und nicht jeder im Team, nicht nur der PO, jeder im Team, die sie daher sagen kann, dann ist das für mich keine gültige Produktvision. Ein zweites Format, was sehr viel bekannter häufig ist, ist das Product Vision Board von Roman Pichler. Roman hat hier oben im oberen Bereich auch dieses Vision Statement drin und hat dann unten Zielgruppe, Userbedürfnisse, Produktrahmenbedingungen und Businessziele drin. Und die vier Bereiche unten entsprechen so ein bisschen auch zum Teil diesem Lückentext von Geoff Moore. Ich persönlich muss sagen, also ich schätze Roman sehr und wir arbeiten ja auch mit ihm zusammen, aber ich komme mit diesem Product Vision Board nicht ganz so gut zurecht. Ich nutze deshalb immer Geoff Moore. So, das war, hier unten ist der gelbe Streifen, das waren die Sachen zum Thema Produktvision. Jetzt erinnert euch, ne, grün war jetzt die Codierung für die Produktstrategie und dafür, bevor wir hier tiefer einsteigen, möchte ich noch mal ein bisschen ausholen und zum Strategiebegriff was mehr sagen, weil das, glaube ich, sehr selten geschieht. Gucken wir uns mal verschiedene Strategiebegriffe an. Das heißt, man kann zum einen grundsätzlich sagen, Strategie wird häufig verstanden als eine strategische Positionierung eines Produkts. Das heißt, wie sind unsere Aktivitäten anders als die der Konkurrenz? Oder wir machen ähnliche Aktivitäten wie die Konkurrenz, aber wie machen wir die anders? Und dann gucken wir uns mal ein paar Formulierungen an, die es so in der Literatur gibt. Da ist zum einen von Stephen Bungay, der formuliert das als: eine Strategie ist ein einsatzfähiges Entscheidungsfindungsframework, also ein Rahmenwerk, um Entscheidungen treffen zu können. Das finde ich schon mal sehr stark, welches dann bestimmte Maßnahmen und so weiter ermöglicht und das Ganze kohärent auf den bestehenden Kontext abgestimmt ist.
ich formuliere es hier nicht komplett aus, für mich hilft es noch nicht so komplett. Was hilft ist, okay, es soll mir Rahmen und Rahmenparameter und Leitplanken für Entscheidungshilfen geben. Okay, gucken wir uns andere Formulierungen an. Auch nochmal von Roman Pichler in seinem Buch Strategize. Er formuliert, die Produktstrategie sei ein übergeordneter Plan, der dabei hilft, deine Vision und dein übergeordnetes Ziel zu verwirklichen. Gehe ich nicht mit? Eine Strategie ist für mich nicht der Plan. Der Plan ist die operative Umsetzung einer Strategie für mich. Aber die Strategie an sich ist nicht der Plan. Noch schöner formuliert das immer Markus Andrezak von Überprodukt. Guckt euch da im Zweifel auch mal die Videopodcast zum Thema Strategie machen von Markus an. Was gibt's noch? Tim Herbig, der geschätzte Kollege aus Erfurt, formuliert, eine Produktstrategie ist eine Formulierung, wie du auf dem von dir gewählten Marktsegment konkurrieren und gewinnen willst. Das lehnt sich so ein bisschen an das Buch Playing to Win von Roger L. Martin. Also wähle den Markt, auf dem du, wo willst du spielen, wie willst du spielen. Und was ich eigentlich so am meisten schätze, muss ich sagen, ist die Formulierung von Richard Rummelt aus dem Buch Good Strategy, Bad Strategy. Ich lege das nochmal, ja, kann man nicht so richtig sehen, aber es ist so ziemlich markant schwarz-weiß hier dargestellt. Und Richard Rummelt formuliert den Kern einer guten Produktstrategie in drei Elementen. Und die finde ich sehr hilfreich. Erstens, wir brauchen eine Diagnose, die überhaupt definiert, was für eine Herausforderung zu lösen ist. Zweitens, wir brauchen ein Leitbild, wie mit der Herausforderung umgegangen wird. Was könnte das in dem Beispiel mit dem See eben sein? Naja, es könnte ja sein, dass wir nachhaltig den See überwinden wollen oder nachhaltig reisen wollen. Das heißt, wir brauchen kein Motorboot, sondern vielleicht bauen wir uns ein Floß. Und drittens, das dritte Element ist ein Set von entsprechenden kohärenten Maßnahmen, um dieses Leitbild auszufüllen. Also da kommt schon so ein bisschen die Umsetzungsperspektive rein. Gute Produktstrategien kennzeichnen sich dadurch, dass sie den aktuellen Status und die Herausforderungen definieren. Sie berücksichtigen, was wir in der Vergangenheit gelernt haben, um unsere Ziele zu erreichen. Und sie erlauben uns letztlich genügend Handlungs- und Entscheidungsspielraum. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Die Strategie ist nicht ein Pfad, auch wenn ich das eben so ein bisschen gezeichnet habe. Die Strategie ist für mich eher, will sagen, so eine Art Korridor, in dem wir uns bewegen können. Also es setzt Leitplanken. Markus Andrezak nennt dies als die Markierungen, auf denen wir unterwegs sind. Das finde ich ganz hilfreich. Also es ist so ein Bereich, in dem wir uns bewegen wollen, aus dem wir nicht herauskommen wollen, aber wir haben eine gewisse Flexibilität dabei. Dann, was macht denn schlechte Produktstrategien aus? Naja, sie sind blumig, unkonkret formuliert, vielleicht purzeln sie aus irgendeiner Strategieabteilung raus oder werden auf lustige Strategieposter im Treppenhaus aufgehängt. Sie definieren nicht die aktuelle Herausforderung. Wenn man nur Ziele formuliert und dies schon als Strategie begreift, wäre das aus meiner Sicht schlecht. Und es ist eben, wie eben schon mal gesagt, nicht der konkrete Umsetzungsplan, den wir für die Strategie halten dürfen. Wichtig sind Produktstrategien, weil sie uns helfen, in diesem Korridor fokussiert zu bleiben, in dieser Ausrichtung auf unsere Produktvision zu bleiben und damit adaptiv oder agil, ich mag ja das Wort adaptiv sehr, als Synonym. Und sie geben uns eben eine Orientierung für die Erstellung einer Product Roadmap. Da kommen wir jetzt die Etage tiefer. Letztlich wird so ein Plan von selbst eigentlich, würde ich sagen, gut, wenn die Strategie gut ist. Wie können wir uns jetzt, bevor wir in die Roadmap kommen, eine solche Strategie erarbeiten? Gucken wir mal so ein bisschen auf die Tools. Da haben wir nochmal tatsächlich das Product Vision Board von Roman Pichler in der Extended Version. Also unten nochmal so mit Wettbewerb, Revenue Streams, Kosten, Struktur und Vertriebskanälen. Das kann man nutzen. Was ganz schick ist, ist von Melissa Perry. Kennt ihr aus dem Buch vielleicht Escaping the Build Trap. Der Product Strategy Canvas. Den haben wir uns mal angeguckt und den finden wir schon ganz geeignet. Also auch so eine Art Lückentext hier wieder, kurz gesagt, um durch diese einzelnen Felder hier durchzugehen und damit diese Strategie zu beschreiben.
Und was wir jetzt von den Produktwerkern eigentlich momentan so am besten finden, ist der Product Strategy Kernel Canvas. Jeder hat natürlich seinen Canvas, von Chris Butler. Und Chris Butler hat hier auch so verschiedene Rahmenbedingungen. Also was hat uns in der, links in der Historie, was hat uns stark gemacht in der Historie? Und dann in der Mitte so diese also erst zu lernen, worin sind wir gut. Dann in der Mitte die Diagnose, also was ist die Herausforderung, hatten wir eben schon mal. Was sind die Guiding Policies, das sind dieses Leitbildgeschichten von wegen Nachhaltigkeit. Dann Bets, also richtige Wetten, was wetten wir, was wahr ist, also Hypothesenbasierung. Welche Aktionen leiten wir daraus ab? Ne? Das wäre jetzt auch diese dritte Komponente aus dem aus der Formulierung von Rummelt, also im Endeffekt kohärente Maßnahmen. Und rechts die KPIs, woran wir letztlich den Erfolg messen würden. Das war so der Schnelldurchlauf Strategie. Gucken wir uns das nochmal an zum Thema Roadmap. Wir kommen jetzt also immer wieder einen weiter runter, ne? Eben in blau gezeichnet, denkt dran, Wirkungsschritte, Outcome etc. Das heißt jetzt eben in diesem gezeigten Beispiel könnten solche Wirkungsschritte ja sein, bewusst in Zustand oder Verhalten formuliert. Der Floßbau kann beginnen. Zweiter Schritt, das Floß schwimmt und trägt Last. Ja, wir müssten natürlich erstmal auch analysieren, wie viel Last müssen wir denn mitnehmen. Wenn wir eine Tonne Sand mitnehmen wollen, ist der Floßbau vielleicht keine so gute Idee. Aber gehen wir mal davon aus, dass nur wir über dieses Gewässer überqueren wollen. Also wir sagen nicht, baut ein Floß, sondern wenn das Floß schwimmt, haben wir einen gewissen Zustand erreicht, dass wir weitergehen können auf unserer Roadmap. Dann ist der Zustand, wir haben die Überfahrt erfolgreich geschafft. Und vielleicht als viertes, wir sind bereit für den Aufstieg über diesen Berg. Das mal nur so als super simple Beispiele, um es ein bisschen greifbarer zu machen vielleicht. In Bezug auf die sozusagen Tools dabei oder Templates, Tools mag ich das eigentlich gar nicht nennen, kommen also hier in den blauen Bereich, haben wir einmal wieder von Roman Pichler die Go Product Roadmap und das Go steht für Goal Oriented und er meint damit eben eine solche Outcome-orientierte Product Roadmap. Achtung, 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 also hier sind so vier Spalten und für jede Spalte ist im Endeffekt so ein Roadmap-Slice. Ich finde es etwas irritierend, dass hier Date steht, weil das verleitet wieder so schnell dazu, irgendwie einen Meilenstein oder eine Deadline hinzuschreiben. Wenn es denn wirklich eine Deadline ist, dann sind wir auch tot hinterher mit dem Produkt. Meine These, über 70% aller sogenannten Deadlines sind politische Termine, die ausgewürfelt worden sind oder bei irgendwem in persönlichen Zielen drin stehen. Lasst euch davon nicht irritieren, sondern nutzt hier ein Timeframe. Das heißt, für ein solche Roadmap-Slices ein Timeframe, das könnte ein Quartal sein, das können 4 Monate sein, das können 2 Monate sein, das kommt sehr stark auf euren Kontext an. Gebt dem Kind einen Namen, definiert das Ziel, Features, Metriken. Übrigens, Beispiel letztes Jahr von Zoom, der Software. Die hatten ja zu Beginn der Pandemie ziemlich viel Stress mit Security-Vorwürfen und Vertrauensverlust. Und da hat der Besitzer oder der CEO von Zoom als ich würde sagen, als Roadmap-Ziel ausgerufen, wir machen die nächsten 90 Tage nichts anderes, als an Security und Vertrauen zu arbeiten. Totaler Feature-Freeze für alles andere. Und damit hat er eine sehr starke Fokussierung auf diesen nächsten kommenden Zeitraum gegeben. Was könnten wir noch nehmen? Wenn wir jetzt sagen, Product Goals sind auch Teil der Roadmap, dann würde ich hier empfehlen, den Product Goal Canvas, in dem Fall hier von Sohrab Salimi und dem geschätzten Kollegen hier aus Köln von der Scrum Academy oder Agile Academy. Auch ein Hilfswerkzeug, um so ein Product Goal zu formulieren. Ein Product Goal Canvas hat auch Ralf Jochams noch parallel rausgebracht. Die tun sich nicht sehr viel. Ich mag halt hier diese Formulierung, ne, für ein Kundensegment mit folgendem Problem liefern wir folgende Lösung. Dadurch erreichen wir folgenden Geschäftswert, sprich Outcome oder Business Impact. Und was für mich auch zu einer Roadmap gehört, sind Story Maps. Und mir, um zwar ganz kurz nur zu sagen, mir ist hier dieses Pinke total wichtig. Ja, wenn wir Story Maps slicen, steht bei ganz vielen hier Release 1, Release 2, Release 3. No way, das ist nicht so, wie es Jeff Patton gemeint hat, würde ich behaupten. Weil das ist Output, Release 1, Release 2, Release 3. Wir wollen Wirkung erzielen mit unseren
geschnitten hier. Das heißt, ein Target Outcome, das könnte ein Product Goal sein. Auf jeden Fall ist es eine Outcome-basierte Wirkung, die wir mit diesem Schnitt durch die Story Map erzielen wollen, also mit Wirkungsschnitten bestimmte Wirkungsschritte gehen. Und dann nehme ich alles, was hier ist, letztlich in das Product Backlog rein. Und wenn wir dann eben einen kurzen Abbinder machen hier nach hinten, genau, jetzt kommen wir so auf die Planungsebene. Product Backlog Management soll heute nicht das Kern des Themas sein, aber vielleicht mal so reingucken in den Product Backlog Prioritization Quadrant, schwierig zu sprechen, wo ich zwischen Business und technisch und Vergangenheit und Zukunft eben überlegen kann, wo gehört was für mich hin und damit auch vielleicht gucke, ob ich da ausgewogen unterwegs bin. Und dann noch eine Ebene tiefer, das Sprintziel zu definieren. Wir steuern über Sprintziele in Scrum. Ich bin sehr glücklich, dass vor einem Jahr im neuen Scrum Guide das nochmal ein bisschen mehr gestresst wurde. Und letztlich hier auch wieder von Roman Pichler gewählt, ein Sprint Goal Canvas. Ein Sprintziel ist mehr als ein lustiger Name für einen Sprint. Wir brauchen lustige Namen für Sprints, aber das sind nicht die Sprintziele. Sprintziele beschreiben den Zustand oder die Wirkung, das Verhalten meines Produktes nach dieser Iteration. Was habe ich dann geschafft? Und daran würde ich auch immer den Erfolg eines Sprints messen, nämlich letztlich, ob ich es geschafft habe, eine Wirkung zu erreichen oder nicht und unabhängig davon, ob ich alle User Stories geschafft habe oder nicht. In diesem Sinne freue ich mich sehr über eure weiteren Fragen und bin froh, dann, dass wir noch ein bisschen drüber diskutieren können. Ihr findet einiges zu den Themen aus diesem wilden Ritt, den ich vielleicht gemacht habe bei uns im Podcast oder in Live-Events bei uns auf dem YouTube-Kanal. Das bieten wir kostenfrei für die Community in dem Sinne. Danke und zurück an Jan. Ich freue mich auf die Fragen. So, also Tim, ich muss sagen, ich habe diese Show gerade einfach nur hart genossen. Ich habe es mal zu unserem Kollegen gesagt, das ist halt einfach, also kurz bevor wir zu den Fragen kommen, einfach unfassbar krass, was man so teilweise hinbekommt. Also echt, Chapeau für dich. Das deckt sich auch mit den Kommentaren hier im Chat. Die Leute haben es echt hart gefeiert, was du hier gemacht hast. Richtig krass. Dennoch gibt es aber. Ja, komm, noch eine kleine Hommage an den Matthias von gestern. Ich wollte gerade sagen, für die Innovation Frameworks. Idee gebracht. Ja, die Innovation Frameworks hat er schon geil gemacht mit dem Da Vinci. Das stimmt auf jeden Fall. Es gibt ein paar Fragen und ich muss es einmal kurz mich selber sondieren. Wir fangen mal an. Und zwar, wie würdest du denn eine Produktvision für interne Software formulieren? Weil es da keine Mitbewerber gibt, das fragt der Matthias. Tatsächlich hilft es bei der Formulierung der Produktvision, sich erstmal klarzumachen, was sind meine Zielgruppen. Und Zielgruppen sind da natürlich Nutzergruppen oder Nutzerinnengruppen, nicht Kunden. Ne? Da würde ich mal unterscheiden. Das heißt, für wen machen wir was? Ich wähle dann immer den Ansatz, über zum Beispiel reinzusteigen über das Value Proposition Canvas von Alex Osterwalder. Das liegt mir näher als das Business Model Canvas. Und von rechts das Thema Jobs. Kommt aus der Jobs-to-be-done-Theorie raus von Clay Christensen und zu überlegen, was für Jobs müssen diese internen Anwenderinnen oder Nutzerinnen denn durchführen. Also Job ist eine schwierige Übersetzung, aber ich finde es Englisch so schön dargestellt, for which job I would hire that product for. So, und da gibt es funktionale Jobs, soziale Jobs, emotionale Jobs, das nur ganz kurz. Das heißt, wenn ich mir klar mache, was müssen die damit erledigen, welche Pains und Gains haben sie dabei, also welche Schmerzen oder welche positiven Begeisterungsauslöser. Das ist für mich ein Einstieg in eine Produktvision, die ich auch für eine interne Anwendung, aber Achtung, für eine interne Lösung, würde ich eher sagen, formulieren würde. Weil ich würde nicht eine Vision auf Anwendungsebene machen, sondern auf Produkt- oder Lösungsebene. Kleiner, feiner Unterschied, weil es können ja mehrere Anwendungen zusammen eine Lösung darstellen. Ja. Ja, klingt für mich schlüssig. Der Sören würde gerne Folgendes wissen. Er redet euch sogar mit ihr an, also man merkt, der Produktwerker ist ein Name. Wie häufig erlebt ihr es, dass die Stakeholder, seien es intern oder aber die lieben Kunden, beim Blick auf die Roadmap ein bisschen enttäuscht sind, weil sie keine zeitliche Einordnung sehen? Wie managt ihr das? Ja,
Ich beantworte das mal so ein bisschen mit meiner eigenen Geschichte. Ne? Ich war 13 Jahre lang Hardcore-Wasserfall-Projektmanager und habe in dieser Welt von Gantt-Charts gelebt. Und es hat auch mir, es hat gedauert, sagen wir es mal so, bis ich da auch entlernt habe und bis ich eben nicht die Erwartungshaltung hatte, über Projektmeilensteine und Projektpläne zu reden. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mit Stakeholdern arbeite, und wir nehmen jetzt mal nur so die internen Business-Stakeholder, dann muss ich im agilen Kontext denen auch erklären, was es denn heißt, agil Produkte zu entwickeln. Wenn ich das nämlich nicht tue und eigentlich letztlich nur die Product Ownerin, den Scrum Master und die Dev-Team-Mitglieder ausbilde, zum Beispiel in dem Thema Agilität und Scrum, und dem Rest nicht erzähle, was wir hier tun, was passiert dann? Naja, dann kommen die auf mich zu, die kennen die Rolle des Product Owners nicht, geschweige denn, dass sie vielleicht nicht intern, hausintern geklärt ist. Und sie kommen auf mich zu und behandeln mich, als sei ich ihr Projektleiter, ihr Projektmanager, so wie sie mich vielleicht vorher sogar in meiner eigenen Rolle kannten, wenn ich das auch vorher war. Das heißt, es geht um Ausbildung in Bezug auf den Kontext. Setzt euch mit den Stakeholdern zusammen, macht wirklich ausreichend Session, um peu à peu, das geht nicht von Tag 1 an, ihnen den Wert der Rolle, die Aufgabe der Rolle zu erklären und eben, dass es euch nicht passiert, dass ihr als Projektleiter, Teamleiter oder so missverstanden werdet. Okay, cool. Und die Frage war, wie häufig? Ja, natürlich kommt das häufig vor, erstmal. Keine Frage. Aber vielleicht ein ganz konkreter Tipp. Wenn jemand mit einem Terminwunsch, Stichwort Deadline, auf dich zukommt, und es gibt natürlich welche im Sinne von Regulation und Messe und ne, wenn ich Brillen für Sonnenfinsternis herstelle, dann ist der Tag der Sonnenfinsternis für mich eine Deadline. Keine Frage. Aber folgender Tipp. Wenn jemand mit so einem Terminwunsch auf euch zukommt, fragt, was passiert, wenn dieser Termin nicht gehalten wird? Oder freundlicher Funk, könnte man auch sagen, welche Konsequenzen erfolgen daraus, wenn das nicht gehalten wird? Und wenn dann jemand rumeiert, dann könnte er eigentlich schon dran fühlen, dass es eher nur so ein politischer Termin ist. Und natürlich, manchmal sticht auch die Politik, das ist klar. Aber ich würde in die Kommunikation gehen und nicht einfach nur diesen Termin blind akzeptieren und dem hinterherlaufen. Punkt eins. Punkt zwei, versteckt euch nicht hinter diesen Stakeholder-Ansagen und geht nicht zum Team und sagt, der Stakeholder Jan hat gesagt, wir müssen bis zum 15.01. das und das liefern. Ich kann auch nichts dafür, aber boah, ne, sondern lasst euch überzeugen. Ja? Da steht ein ganz toller Satz im Scrum Guide drin. Diejenigen, die etwas vom Product Owner wollen, müssen ihn oder sie überzeugen. Ihr seid Entscheiderinnen und Entscheider, weil sonst könnt ihr den Wert des Produktes nicht maximieren und dafür seid ihr gottverdammt verantwortlich. Also guckt nochmal in den Scrum Guide rein. Da steht nicht mehr viel drin. Seit dem letzten Jahr sind es noch, ich glaube, 15 Zeilen zum PO, aber die haben es in sich. Damit der Product Owner erfolgreich sein kann, müssen alle Menschen in der Organisation seine oder ihre Entscheidungen respektieren. Und ich bin schwer zu überzeugen, das kann ich dir sagen. mit Blick auf die Zeit, es gibt tatsächlich mehr Fragen, als wir Zeit haben. Deswegen mache ich noch eine und die anderen Fragen kannst du vielleicht einfach dann nochmal asynchron oder remote beantworten. Und zwar, eine letzte Frage geht in die Richtung, wie hält man das Thema Vision und Strategie quasi im Alltag lebendig? Ne? Also das ist ja, ich kenne das aber auch, ne? Man macht das, man baut das und so weiter und dann hat man das richtig schon aufgehackt und so weiter und irgendwann kommt das dann noch so ein bisschen in die Schublade, so ganz, ganz langsam und dann staubt das so ein bisschen zu. Was sind da deine Erfahrungen, wie man quasi diese schön gemachte Vision irgendwie lebendig hält? Ja, zum ersten Punkt, wie in vielen Fragen, da habe ich einen Tipp für euch. Wir machen, kleiner Werbeblock, wir machen nächste Woche Donnerstag eine kostenfreie Ask Us Anything, so eine AMA-Session von den Produktwerkern. Geht auf unsere Seite produktwerker.de, könnt ihr euch registrieren. Und ich glaube, nächsten Donnerstag am 9. von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Dort haben wir eine offene Fragestunde. Da können wir gerne nochmal tiefer reingehen. Ansonsten beantworte ich auch Fragen im Dokument hier im Google Docs. Zu der konkreten Frage, lebt die Produktvision? Eine Produktvision, die nicht regelmäßig besprochen wird, die nicht regelmäßig vielleicht auch sozusagen neu geknetet wird, ist für mich keine valide Produktvision. Was heißt das konkret? Lauft zum Beispiel in das Sprint Review rein mit der Produktvision und betet es dem Team vor. Immer wieder, immer wieder. Macht das auch im Refinement, macht das auch meinetwegen im Planning. Bis die Leute euch sagen, Tim, mir quillst zum Ohren raus. Du immer mit deiner Produktvision. Ich könnte sie singen.
Das ist der Punkt, wo ich sage, ah, jetzt sind wir da. Ne? Wir müssen sie nicht singen, aber jede und jeder im Team muss wirklich dieses gemeinsame mentale Modell der Produktvision haben. Nur dann kann sie gelebt werden. Nur dann, denkt an das Thema Ausrichtung, können auch operative Entscheidungen aus dem Team heraus ohne euer Zutun, Stichwort Bottleneck, gefällt werden, weil jeder weiß, ist es jetzt wertvoller, 20 Zentimeter in die Richtung zu gehen oder 2 Meter in die Richtung? Ah, wenn da aber die Produktvision ist, dann ist das mit den 2 Metern hier zwar verführerisch, aber sinnvoller ist es, in die Richtung zu gehen. Und dementsprechend stresst das immer wieder das Ding. Und vor allem auch bei jedem Wechsel im Team. Immer wieder rausholen, immer wieder diskutieren. Lasst dann mal das Team vorstellen, wie sie die Produktvision verstehen. Dann überprüft ihr auch selber, ob das nach wie vor auch im Team so verstanden wird, wie ihr es mal gelebt habt. Hört auf, Produktvisionen auf Bildschirmschoner zu packen, an die Wand zu hängen oder sie in Wikis abzulegen. Das ist alles Bullshit. Entschuldigung für die lange Antwort, ja. So, Amen. Amen. Tim, vielen, 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 vielen Dank. Ich glaube, du wirst reichhaltigstes Feedback bekommen über den Link, aber auch, wenn du im Chat nochmal nachlesen möchtest, auch sicherlich sehr gerne. Wir machen jetzt eine kleine Minipause bis 15:35 Uhr und dann kommen wir den letzten Vortrag in diesem Track. Und zwar geht es darum, wie man Produktportfolios agil managt. Ich bin sehr gespannt. Bis um 15:35 Uhr.